Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal tatsächlich, ja, ein bisschen verwirrt. Weil, naja, was soll ich sagen? Wir haben ja einfach keinen Weg weitergefunden, ne? Und jetzt, entweder bin ich zu blöd gewesen, oder es gab ja wirklich keinen Hinweis drauf. Es ist jetzt Folgendes. Und zwar, ich nehme tatsächlich jetzt am Dienstag auf. Ich habe ein bisschen Zeit gefunden und ja, da ich alleine bin gerade, habe ich mich beschlossen aufzunehmen. Wir müssen aber hier durch, ohne getroffen zu werden, danke. es geht hier weiter, tatsächlich, weil ich habe doch lange rumgesucht. Tatsächlich, und dann, Freunde, ihr erinnert euch, diese Stelle hier hinten, mit dem Schrank. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zu blöd war oder ob es da wirklich keinen Hinweis zu gab. Ihr seht, ich laufe. Es passiert nichts. Ich stelle mich hin. Es passiert was. Also das ist echt, ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Warum sie hier einen Clipping-Fehler oder sowas gehabt haben. Auf jeden Fall hätte ich da jetzt noch eine halbe Stunde suchen können und es immer noch nicht gefunden. Bis ich mal, ja, wieder hin zurückgegangen bin, in meinem privaten Durchgang. Und ja, siehe da, wir kommen weiter. Ist das nicht toll? Vielen Dank auch an alle, die jetzt schon den Kommentar dazu geschrieben haben, dass es hier weitergeht. Ich weiß, dass ihr das Spiel kennt und dass ihr das Spiel abfeiert. Ich habe es selber rausgefunden, tatsächlich. Jawohl. Aber trotzdem, danke für eure Teilnahme an diesem Projekt. Finde ich sehr gut. Gut. Wir wollten ja hier weiter das Gebiet durchsuchen, ne? Brief des Butlers. Dann gucken wir doch mal. Werter Sir Alfred, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie durch diesen Brief von meiner abrupten Abreise in Kenntnis setzen muss. Ja, kann sein, dass ein bisschen Hintergrundgeräusche kommen, weil ich Fenster auf habe. Aber ich hoffe, das stört nicht. Ich habe bereits Ihrem Vater gedient, Lord Alexander, und habe entsprechend lange an den Freuden und Sorgen der Ashfords teilhaben dürfen. Lord Alexander verschwand vor fast 15 Jahren unversehens und dann kostete ein Unfall bei einem Experiment unsere geliebte Alexia das Leben. Okay, ein Experiment. Ihnen wurde die Verantwortung als Familienoberhaupt schon in sehr jungen Jahren auf die Schultern gelegt und sie verloren fast den Verstand, als ihnen all ihre Verwandten genommen wurden. Oh mein Gott. Ja, das kann ich verstehen. Ich konnte nichts tun, um ihnen zu helfen und fühlte mich völlig hilflos. Ich dachte erst daran, mich zur Buße umzubringen. Oha. Doch dann wurde mir klar, dass dies eine Beleidigung für Lord Alexander und Alexia dort in dieser anderen Welt gewesen wäre. Scott Harmon, Butler der Familie Ashford. Alles klar. Der Brief des Butlers. Und, ja, sehr krasse Geschichte, ne? Dass der Butler sich das Leben nehmen will. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Hier ist ein Schalter. Den Schalter betätigen? Ja. Der Schalter wurde betätigt. Und mach es auf! Ja, Freunde, hier geht's tatsächlich weiter, wie wir auch auf der Karte gesehen haben. Aber, jo, dann geh rein. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das? Was zum Teufel ist das? Gott, was macht der denn für Geräusche? Ist das der Butler? Oh Gott, boah, ist der widerlich. Hey, hör mal auf. Boah, ist der ekelig. Echt. Oh Gott, Blumentopf. Im Blumentopf, ich will hier weg von diesem Butler. Boah, ist der ekelhaft. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Ich hasse so eklige Geräusche im Spiel, ey. Oh, das ist... Aber wir haben auf jeden Fall ein komisches Item aufgesammelt. Blumentopf, was soll denn damit?
benutzen. Prüfe. Blumentopf. Ein Blumentopf. Er sieht an sich gewöhnlich aus. Okay. Ah, guckt mal hier. Irgendwas wurde aufgeklebt. Wer kommt denn darin seinen Schlüssel, Maschinenraumschlüssel, war auf der Topfunterseite, in einen Blumentopf zu kleben? Schlüssel für Maschinenraum. Ja, cool, Freunde. Das heißt dann aber auch, dass wir hier nochmal ein bisschen Items managen müssen. Weil sehr viel habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr, ne? Verdammt, Freunde. Wir haben noch diese Shotgun-Bundi, wo wir keine Shotgun für haben. Brandpfeile nehme ich mal mit. Die Gasmaske brauchen wir wahrscheinlich. Farbbänder lege ich raus. Und dann gefällt es mir nicht, dass wir hier überhaupt keine Heilung mehr haben. Ich finde auch keine roten Kräuter mehr, ne? Deswegen würde ich einfach sagen, machen wir jetzt hier uns ein Dreifachgrün. Weil wir brauchen Vollheilung. So, grüne Kräuter mischen und fertig, genau. Die Gasmaske werden wir vielleicht brauchen, ich bin mir nicht sicher. Ich nehme es jetzt einfach mal mit und staffel mal in den Maschinenraum, weil der Maschinenraum, der war ja oben. Genau da, seht ihr das da auf der Karte? Genau, und da gehen wir jetzt rein und da bin ich mal gespannt, was da abgeht. Genau, liebe Freunde, tatsächlich, ja, es war so einfach, ne? Man hätte einfach stehen bleiben müssen, anstatt zu laufen. Ach, jetzt geh doch weg, du blödes Ding. Okay, er hat zum Glück nichts abgelegt, ne? Ich glaube nicht. Doch, er hat was abgelegt, verdammt. Ich habe wieder ein Ei auf dem Rücken. Ich befürchte auch, dass ich an dieser Mod-Stelle hier übertrieben viel Munition und Heilung gelassen habe. Ich meine, noch geht's uns gut, aber ich befürchte, dass uns das irgendwann auf die Füße fällt, dass wir da nichts mehr haben. An Heilung und so. Ja, alles klar. Hier haben wir wieder diese geile Mucke. Ja, mach das Ding weg. Ist okay. Aber du bist nicht vergiftet, oder? Nein, okay. Wunderbar, Claire, wunderbar. Und ja, dann... Wir haben den Maschinenraumschlüssel benutzt. Und wird nicht mehr benötigt. Und rein da. Und ja, liebe Freunde, freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Wie gesagt, ich nehme es an einem Dienstag auf. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal hier in diesem Raum um. Der Raum ist ja ziemlich groß, muss man sagen. Da ist noch eine Tür. Jo, geh da erstmal rein. Gehen wir erstmal in die Tür rein, weil ich weiß, dass das auch nur ein Raum ist. Und ich hoffe, dass es hier noch... Ach, gucket mal! Hä? Jetzt sind wir wieder hier. Ach, krass. Okay. Aber wir haben hier... Ah. Wir haben hier einen Ventilgriff. Aha. Den Ventilgriff kennen wir auch noch, ne? Um ein Ventil zu öffnen, beziehungsweise zu schließen. Okay. Ventilgriff. Jetzt sind wir jetzt tatsächlich auf der Oberseite, aber, ja. Sonst ist hier nichts. Okay, dann bedienen wir mal diese Maschine da vorne. Und, ach, meine Katzen jagen sich gerade hier durch die Wohnung. Das ist... Oh Gott! Oh! Wo kommst du denn her? Wo hast du mich erschreckt? Hi, Steve! Then if we can break through the wall with that digging vehicle, we might have a chance. Okay, let's do it. Okay.
Boah, hat er mich erschrocken. Wo kommt ihr auf einmal her? Aber cool, wir haben zumindest jetzt hier Fortschritt. Och, Steve. Jetzt nicht dein Ernst. Steve, also wirklich, kannst du dich nicht mal eine Sekunde konzentrieren? Kein Kommentar. It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. Okay. Steve! Don't forget. We'll get out of here together. Mensch, 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 Mensch. Steve, was machst du für Sachen? Nur weil Claire ein bisschen hübsch ist oder so? Ah, ja, das ist mal wieder typisch, ey. Richtig typisch. Ah. Gut, aber wegen Steve müssen wir jetzt das Giftgas abstellen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal wieder nach unten. Und ja, laufen wieder an den ekelhaften Mod vorbei. Ach Gott, ich hasse das. Ich hasse diesen Bereich hier. Oh Gott. Aua. Okay, nicht vergiftet. Schon mal gut. Alles klar, lauf einfach hier durch. Oh nein! Okay. Bist du vergiftet? Sehr gut. Alles klar. Man wird also nicht immer vergiftet. Das finde ich gut. Freunde, ihr habt ja in der letzten und vorletzten Folge habt ihr ja diesen Raum da oben gesehen. Genau hier. Wo wir das Giftgas abstellen können. Ne, und ihr seht jetzt hier, der Raum ist voller Giftgas. Mit der Gasmaske hineingehen. Ja, okay. Wir ziehen also unsere Gasmaske auf. Weil wir müssen hier dieses Gas abstellen. Und jetzt haben wir ein Item dafür, nicht wahr? Oh. Yeah, Gasmasken-Clear. Ach, das sieht so aus wie... Ja, Covid-Pandemie, sag ich nur, ne? Schaut euch die Maske an. Aber gut. Guckt mal, jetzt steht hier auch so ein Truck. Oh, alles klar, deswegen war hier auch so viel Platz. Ich verstehe schon, ja. Genau hier, Freunde, hier dieses Ding. Ein Loch mit A. Mit 8 Ecken. Das ist jetzt nicht möglich. Das Ding hat 4 Ecken. Werkzeug im Ventil zu öffnen. Es hat 4 Ecken. Ah, hier kommt eine Idee. Mir kommt eine Idee, Freunde. Erinnert euch an diese Maschine? Ach nein, die war oben. Oh nein, die war oben. Verdammt nochmal. Scheiße, wir müssen da nochmal an den blöden Motten vorbei. Erinnert euch, ihr euch an diese Maschine, diese Metallschneidemaschine? Ich glaube, da müssen wir jetzt was machen. Und der Alarm hier ist sehr laut. Ich glaube, wir müssen da jetzt dieses Ventil zurechtschnippeln, damit wir hier aus dem Viereck ein Achteck kriegen. Und dafür müssen wir nochmal hier vorbei. Ach, ich hasse es.
Ich hasse es einfach. Ich laufe jetzt einfach drauf los. Einfach drauf los. Ach nein. Hör doch auf. Ja, die legen nur Eier ab, ne? Ah, nein. Ah, natürlich. Jetzt hör auf. Er ist vergiftet. Ah, ich hasse das. Ich hasse das. Mensch, nochmal. Ich hasse diesen Raum, aber zum Glück ist hier blaues Kraut. Die sind gelb. Ich hasse das, echt. Ich hasse diesen Raum. Ist noch irgendwo so ein Drecksvieh hier am Rumfliegen. Ja, ich klär... Gelber Zustand, ne? Ach. Mann, ich hasse diesen Raum, echt. Ich verballer hier meine Munition. Meine Heilung geht hier drauf. Ah, toll. Toll. Aber hey, wir sind jetzt wieder hier oben und ich glaube, das war hier ganz oben. Ne, bei dem Flugzeug. Da war ja noch dieser Raum. Wir sind vorher abgestürzt. Der Flieger ist nicht zu gebrauchen. Okay. War es ja hier vorne. Hä? Wartet mal. Hä, bin ich jetzt total... Ach, ich bin total dumm. Ich bin total bescheuert. Warum bin ich denn hier hingerannt? Es war doch gar nicht hier, verdammt. Es war wieder auf der anderen Seite hier. Nämlich auf der oberen Etage von dem Dings hier. Okay, aber dann ist der Weg aber auch nicht so weit. Na, das ist schon mal gut. Mach das Ding weg. Bäh, ist das ekelhaft. Genau hier vorne, Freunde. Hier vorne. Ja, und wie war an die Magnum da kommen, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Shit. Ach genau, dieser Zombie. Man kann ihn aber auch nicht... Nee, man kann ihn nicht anschießen. Genau hier, Freunde, in diesem Raum. Da ist ja diese Maschine hier. Guckt mal. Ein Metallschneider mit einer Diamantspitze. Metallobjekt bearbeiten. Ja, dann... Probier das doch mal. Ha, es klappt. Sehr gut, es klappt, Freunde. Wir schnippeln an dem Ventilgriff rum. Mach es bloß nicht kaputt. Mach es bloß nicht kaputt. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Wir haben den Okta-Ventilgriff. Und somit können wir da oben das Gas abstellen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, es ist achteckig. Beziehungsweise sechseckig. Und somit können wir hier wieder raus und da oben endlich das Giftgas wegmachen. Ja, finde ich doch gut, Mensch. Mega gut. Wunderbar. Okay. Und dann wieder da unten an den Worten vor... Oh Gott. Ja. Irgendwann ist blöd, ne, mit der Heilung, weil ich habe nämlich nichts mehr. Das ist gerade ziemlich ekelig, muss ich sagen. Ich habe gar keine Heilung mehr. Ich kann nochmal zur Kiste stapfen, aber da muss ich noch einen längeren Weg laufen. Die scheiß Viecher hier stehen da immer wieder auf. Das ist ja das Problem. Die stehen ja immer wieder auf und ich kann ja nichts machen hier. Ja, dann renn einfach durch, oder... Claire. Lauf einfach hier durch. Ja, leg ruhig noch eins ein Ei auf mich ab hier. Ach, drei Stück, oder was? Ah, ich brauch nicht. Ah, mach schneller. Ach, die wurde gar nicht vergiftet. Okay. Ich dachte, diese komischen grünen Sporen, die da spucken... Die vergiften einen immer. Ah! Ja, na klar. Das ist jetzt wirklich unnötig. Dass jetzt hier Zombies rumlaufen. Warum? Ja, habt ihr jetzt alle mal gebissen.
Ah, Mann, warum? Warum? Aber immer noch gelb. Hey, sehr gut. Der Raum ist voller Giftgas. Ja, geh rein. Ja, natürlich. Da müssen jetzt natürlich die Zombies wiederkommen. Ist ja klar. Ist ja klar. Aber hey, ich möchte gerne erstmal das Giftgas hier wegmachen. So. Gesundheitszustand sieht auch sehr schlecht aus gerade. So, Claire. Benutzt dieses neue Ventilgriff hier. So, los, zack. Mach es weg. Verdammt nochmal. Da werden Erinnerungen an Teil 2 wach. Ja, danke. We're safe now. Think again, Claire. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! Yugi! Der schon wieder. Und tschüss. What was that? Oh nein. Ich befürchte, ich weiß, was da jetzt auf uns zukommt. Ja, genau. Ja, nein, ich will nicht. Hey, die Waffe liegt da. Kann man die nehmen? Oh, okay. Och, yes, ich wusste, dass das da irgendwas doch... Oh, mit dem Fahrzeug fliehen? Nein. Noch nicht. Wenn da jetzt dieses Vieh rumläuft... Ich denke mal... Komm, nimm dir das Gewehr. Kannst du das hoffentlich nehmen, oder? Ja, tatsächlich. Geil. Das Schützengewehr von Elfrid. Wie krass. Mit 7 Schuss. Ja, warte doch mal. Ah, verdammt. Okay. Dann Cutscene. Maybe we can escape through there. Come on, let's go. Ja. Bohr einfach nur eine Wasserleitung durch. Ist okay, Steve. Claire, come on. Finally, we can get out of this insane place. Ja, Steve, aber ich möchte das ganz gerne erstmal hier die Folge beenden, weil, naja, kommen wir hier nochmal runter.
Ich kann Steve nicht hier lassen. Okay. Ja, weil wir tatsächlich im Folgenende angekommen sind. Und wir sind hier auf einem Heliport. Guckt mal. Guck mal. Oh, was ist das denn? Hey, das ist ja geil. Okay, das ist eine Sniper. Da steht Steve dahin. Alles klar, Freunde. Ja. Das ist auch ein Teaser fürs nächste Mal. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wie es hier mit Steve weitergeht, würde ich sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Jetzt sehe ich gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.